So, ihr Lieben, wir machen die Roomtour. Und zwar genau jetzt in diesem Augenblick, zum Abend, das Kind ist oben im Bett, wir hoffen, es schläft. Schauen wir mal, da oben haben wir die Beleuchtung, die zeigen wir euch gleich nochmal. Und wir sind hier am schönen... Halt hier! Kann ich euch bloß empfehlen. Vielleicht auch nicht, weil es ein Geheimtipp ist. Okay, jetzt kommt mal mit, wir zeigen euch mal den ganzen Spaß. So, die Küche. Ich denke, viel mehr zur Küche muss ich nicht sagen. Wir fangen bei der Küche an. Waschbecken, Küche, Kocher könnt ihr im Ausbauvideo sehen. Der ganze Spaß. Wir haben jetzt inzwischen auch schon gekocht. Da drin. Genau. Sollten dir noch Fragen einfallen, Jenny, die wichtig sind, stell sie mir. Genau. Hier haben wir unser Schneidebrett. Drunter installiert. Einfach nur zum Rausholen. Können wir hier, haben wir eine Gummimatte auf der Ablage, die wir hier drauf kriegen. Dann können wir hier sehr stabil Brot schneiden, was auch immer wir schneiden wollen. Wir können alles damit schneiden. Tja, ist auch relativ fix verräumt. Was wir noch da zusätzlich zu unserer Küche? Okay, Küche. Wir schieben die Küche mal rein. Und zwar fällt euch jetzt Folgendes auf. Und zwar haben wir die Küche etwas gänzt. Wie ihr gesehen habt, wir haben hier eine Stütze drunter. Und zwar, damit einfach diese ganzen 1,45 Meter auch irgendwo ein bisschen wieder in die Waagerechte kommen, wenn wir kochen wollen. Ne? Ihr müsst überlegen, wenn man Fett in der Pfanne hat, irgendwo läuft es in der Ecke. Das gleichen wir damit aus, indem wir das einfach hoch und runter pumpen können. Ich zeige euch das mal. Jetzt haben wir es abgelassen. Jetzt kann ich das mit dem Spreizer. Wer Türen einbaut, der kennt's, wieder hochpumpen. Okay? Alles klar. So, dann schieben wir den ganzen Spaß mal rein. Oder, nee, dann lassen wir nochmal noch raus. Und zwar die Dusche und zum Abwasch. Wer das sehen kann, wir hoffen, ihr seht das alles ganz genau. Dann haben wir hier die Spüle. Hier sitzt noch das Spülmittel drin. Wenn wir spülen wollen, drücken wir das einfach raus, ziehen uns die Brause hier drüber. Und dann läuft hier Wasser hinein. Ja? Alles klar? Dann können wir das Ganze wieder hochbiegen, rausdrehen und haben eine Dusche. Wir haben eine Brause. Das können wir aushängen, ausschütten, falten die Schüssel zusammen, hängen diese wieder hinein, schieben wieder rein, Klappe zu. Ja, aber nochmal tot, der Schimpanse. Okay. Haben Sie Spaß? So, Spreizer, Stütze, Teleskop, Deckenstütze in dieser Form ist die Begrifflichkeit wohl bei Amazon. So, dann haben wir hier zum Beispiel, ja, was können wir sagen? Flaschenöffner. Einfach, ja, dachte ich, passt da ganz gut. Klappe geht noch zu, passt perfekt. Was haben wir jetzt hier in dem zweiten Auszug? Hier haben wir das ganze Zubehör drin. Schwimmweste vom Kind. Wir haben hier noch zusätzlich Schlafsäcke drin. Wir haben noch unser Tarp drin. Das ist quasi die Ramschkiste, die jeder wahrscheinlich irgendwo zu Hause hat. Ich habe hier noch zum Punkt einen Akkuschrauber drin und. Was wir da alles haben. Wir haben hier noch zusätzlich einen Falteimer drin und auch noch wichtig, Feuerlöscher kann ich euch nur empfehlen. Wie verkehrt, gerade in der heutigen Zeit, Waldbrandstufe 5 haben wir hier gerade aktuell. Kleidungsfächer kann ich euch noch mal kurz zeigen. Zeige ich euch Nummer 1, die anderen sind identisch aufgebaut. Jeder hat 3 Fächer. Das Kind, Jenny und ich, hat jeder davon einen, so ein Abteil. Vom Kind, das ist kleiner. Wohlgemerkt, geht besser. Okay.
Schnitt. So, wenn er jetzt hier rumkommt, ist er drin. Das habe ich schon mal gefilmt, wo die Stütze liegt. Da ist die Befestigung dahinter. Vielleicht können wir hier noch mal kurz reingehen, damit wir sehen, wie wir das festgemacht haben. So, da ja einige Fragen kamen, wie ich es befestigt habe. So habe ich das befestigt. Und zwar habe ich an den Korpus, wo die Einzüge drin sind, diese Ösen festgemacht und andererseits auf der Ladefläche mit Spanngurt verzurrt. Aus den Resten, den Abschnitten, weil so lang muss der Spanngurt ja nicht sein, habe ich dann quasi die Haltebänder gemacht für die Klappen. Und zwar haben wir das festgemacht. Ich habe dort Ösen dran gebaut, wo ich einfach nur diesen ganzen Korpus an sich, in dem die Schubladen sind, mit Spanngurten, wie ihr es gerade eben auch gesehen habt, einfach nur festzurren. Damit kann ich dieses ganze System relativ einfach entfernen und wieder einsetzen. Und es zählt zusätzlich eben nur als Ladung. Es ist nicht fest mit dem Fahrzeug verbaut. Okay, kommen wir zur Elektrik. Licht Nummer 1. Wir haben nämlich aufgeräumt, ne? Wie ihr seht. Der Gimbal lädt noch, die Unterwäsche vom Kind liegt noch. Ach so, diese Leuchte, die hier noch leuchtet, ist die Dachzeltbeleuchtung. Zeigen wir euch gleich. Hier haben wir die Pumpe für das System vom Wasser, was hier angeschlossen ist. Und der Hahn. Wenn ich jetzt quasi, passt auf, hier drauf drücke, den Hahn aufdrehe, reicht vollkommen aus zum Duschen, zum Abwaschen. Wir haben insgesamt ein Tankvolumen von 70 Litern. Gut, das haben wir aus. So, was wir noch haben, sind aktuell links und rechts ein Außenstrahler. Einfach aus dem Grund, wenn man wirklich komplett finster steht, man braucht wirklich mal Licht, man fährt, kann man sich dementsprechend behelfen, indem man einfach die Außenbeleuchtung anmacht. Ich mache das mal hier an, hier an, hier an. Damit haben wir hier draußen den Strahler an. Wie man sieht, wir haben ja schon aufgebaut. Quest schon an, zwar. Okay, das ist die eine Seite, die andere sieht genauso aus. Und zwar, wenn wir mal hier rumgehen, ist dieses Ding beweglich. Das heißt, wir können den Strahler, wie wir wollen, mit etwas Kraft ausrichten. Im Dunkeln macht es relativ viel Licht. Okay. So, haben wir hier hinten alles gecheckt, Jenny? Fehlt was? Doch, es fehlt was. Wir haben USB-Ladebuchsen, um Handys zu laden, um Akkus zu laden. Das hier ist quasi der Laderegler vom Solar. Wir können dann hier durchgucken. Okay, aktuell insgesamt haben wir schon geladen 177 Amperestunden, die auf die Batterie gegangen sind. Hier geht aktuell, jetzt aus dem 12-Volt-Stecker kann man, denke ich, erkennen, geht die Kühlbox ab, die hier unten steht. Die Kühlbox. Haben wir eine 40 Liter Mobicool-Kühlbox und die wird gespeist von dem Solarpanel auf dem Dach sowie auch von der Batterie. Quasi über Nacht läuft es über die 120 Amperestunden Batterie und tagsüber speist noch zusätzlich unser Solarpanel das Ganze. Schnitt. So, hier ist nochmal die Kühlbox, ja, wie sie montiert ist. Hier habe ich die Dose vorgezogen, die kommt unterm Sitz vor. Und hier haben wir so Schuhlager und Flaschenlager. Genau. So, die Dachbox. Verriegeln, Stab entfernen, Riegel auf. Hier habe ich das Solarpanel drauf montiert. Und zwar so, dass man von hier unten maximal an diese Schraube kann. An die anderen Schrauben kommt man nicht rein. Das ist alles komplett von innen befestigt. Dann habe ich mir noch zusätzlich gefitschelt, kann man am besten sagen, eine Halterung. Ich kann mir quasi das Solarpanel in verschiedenen Stufen ausrichten. Hier oben, das haben wir hier drin. Geht mal her, zählen wir mal rein.
Was haben wir hier oben drin? Holz, den Grill, Schneeketten, die Schaufel, die Pumpe. Das Boot ist hier drin, wenn es abgelassen ist. Okay, machen wir die Bude zu. Das Solarpanel hat eine Größe von... Das machen wir dann in der Q&A-Runde, würde ich sagen. Da gibt es mehrere Infos dazu. Dann sagen wir euch die ganzen Daten. Ihr merkt, das Kind schläft noch nicht. Das Kind hat genauso Spaß wie wir. Okay, zum Dachzelt. Wir haben ein Swiss Kings. 1,40 Meter breit, 2,40 Meter tief. Und was gibt es dazu zu sagen? Das ist ein Klappdachzelt, keine Hartschale. Hat ein Raincover, hat ein Vorzelt. Das Vorzelt kennt ihr aus den bereits vorangegangenen Videos. Wird einfach genauso in die Kederschiene eingezogen wie auch die Abdeckhaube. Ist ein Dachzelt, wer das kennt. Wer Interesse hat, genaueres über dieses Dachzelt zu erfahren, macht es mal unten in die Kommentare. Dann machen wir nochmal explizit ein Video über das Dachzelt rein, was wir vielleicht sowieso gerne mal machen wollen. Das ist einfach noch nicht so weit vertreten in Deutschland, diese Firma. Wir können uns nicht beschweren. Genau, was ist besonders an diesem Dachzelt? Es hat Licht, allerdings war das wieder von mir mal so ein Gehirnfurz, weil ich gesagt habe, machen wir noch Licht ins Zelt, wenn wir schon überall Licht haben. Okay, dann habe ich halt hier Licht reingebracht, wie ihr seht. Oben leuchtet es, unten leuchtet es. Ich habe einfach eine LED-Band genommen, habe ein Kabel gelegt bis zu den Dachträgern, was wir oben immer an und wieder abstecken, wenn wir das Dachzelt nutzen. Okay, genau, das Kind spricht von der Fernbedienung, ist richtig. Dieses LED-Band kann man durchaus mit Farbwechsler auch betreiben, indem man es grün macht, gelb macht, was auch immer für eine Farbe. Es hat alle möglichen Farben, alle möglichen Helligkeiten. Genau. Okay, so. Hier haben wir quasi ein Vorzelt angebracht, eine Art Vorzelt, ein Vordach, Sonnensegel, wie es jeder sagen mag. Ich habe oben eine Kederschiene angebracht, eine C-Schiene. Wir werden einfach nur dieses Keder einschieben. Dann haben wir dann hier Saugnäpfe besorgt, wo ich quasi das Vorzelt, das Segel befestigen kann am Fahrzeug mit Saugnapf. Dann haben wir dazu drei Stützen und viel mehr ist es nicht. Genau. Eingezogen, Stützen rausgefahren, fertig. Ist ein minimaler Mehraufwand im Vergleich vielleicht zu einer Eagle-Wing-Markise oder einer normalen Markise, aber hält sich in Grenzen. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, weil wir vor allen Dingen flexibel sind. Von der Seitenlage her, wenn man diese Eagle-Wing-Markisen oder 270-Grad-Markisen betrachtet, die einfach einmal da rausgeht und da rausgeht, braucht man jedes Mal eine andere Markise, was bei unserem System einfach nur gezogen werden muss. Sicher deckt das die Seiten nicht ab. Uns rechts zu, wir brauchen nicht so diesen Riesenpalast. Okay, so, jetzt sind wir rum. Das ist das ganze Gebilde. Zum Fahrzeug vielleicht noch, ist ein Mitsubishi L200, Baujahr 2019. Wir sind mit dem Fahrzeug jetzt inzwischen knapp 40.000 Kilometer gefahren. Ich nutze das Fahrzeug für den Arbeitsweg. Ja, 150 PS. Ist ein Streitthema, keine Frage, uns rechts aus. Ich ziehe damit auch gerne mal einen Anhänger noch zum Holz holen oder. Genau. Wir packen die Fahrräder hinten dran mit dem Fahrradträger. Wir haben noch ein Detail vergessen. Schnitt. Und zwar geht es jetzt weiter mit diesem Zettel. Diesen Zettel erkläre ich euch jetzt. Da wollen wir uns jetzt hinsetzen, chillen, was trinken und euch ganz entspannt jetzt alle Zahlen, Daten, Fakten nennen. Ich hoffe, dann sind wir durch. Und wenn noch Fragen sind, stellt sie unten rein in die Kommentare bei Facebook, bei Instagram, wo auch immer. Da werden wir die euch nochmal beantworten. Es sind hoffentlich nicht zu viel. Ich hoffe, wir haben so weit wie möglich alles beantwortet. Es ist wahnsinnig viel. Es kommt jetzt auch noch relativ viel zu den Infos. Ich bin schmutzig.
Und was schätzt ihr, wie viel ist das Gesamtgewicht von diesem Fahrzeug? Wir haben ein Leergewicht von knapp 2,1 Tonnen. Da ist noch nicht vollgetankt, das Fahrzeug, mit Diesel und es sind, glaube ich, keine anderen Flüssigkeiten drin. Wer sich da genau auskennt, kann gerne mal eine Info dazu in die Kommentare schreiben. Okay, so, setzen wir uns hin, oder Jenny? Geht klar. So, gehen wir zum gemütlichen Teil über. Zahlen, Daten, Fakten. Okay, mit was fangen wir an? Vielleicht mit den Kosten. Mit den Kosten. Was kostet so eine Küche, wenn man sie fertig kauft? Was kostet generell so ein Ausbau? Was kostet so ein Auszug, wenn man es fertig kauft? Viel Geld. Baut man es selber, kostet es auch viel Geld. Wenn man die Arbeitszeit natürlich abzieht und die langen Stunden, die man reingesteckt hat, kostet es natürlich auch viel Geld und Zeit vor allem. Fangen wir an mit dem Material. Wir haben Industriesperrholz, Kostenpunkt 150 Euro, 1 cm stark oder 10 mm für die mit der Goldwaage. Wir haben die Platten kostenlos zuschneiden dürfen oder zugeschnitten bekommen, oder ich habe das besser gesagt gemeinsam gemacht mit dem Andreas von Ökobau Weixdorf. Nochmal recht herzlichen Dank dorthin. Das hat uns wahnsinnig viel geholfen. Diese Formatkreissäge, Hammer, top. Und Andreas genauso natürlich. Vielen Dank nochmal dorthin. Was waren die weiteren Kosten? Aluprofile. Haben wir eigentlich, sind fast 100% dieser Profile von Adam Hall. Kostenpunkt haben wir da. Naja, ungefähr, wenn du die ganzen Nieten noch mit dazu rechnest, die du dort verballert hast, können wir schon zwischen 600 und 700 Euro rechnen. Okay, also sagen wir mal, mit Nieten zusammen die Profile. Dort sind allerdings, glaube ich, habe ich mit reingerechnet, die Ecken mit drin, sind wir bei 700 Euro. Summa summarum kommen wir aktuell raus bei einem Preis von 850 Euro. Genau. Okay. Habe ich das falsch gesagt? Korrigier mich, was wir notiert haben. Was also, habe ich noch aufgeführt? Ungefähr, aber dann kommen halt noch so kleine Sachen dazu. Robert hat dann noch das Ganze mit Hartwachsöl bestrichen. Genau. Das Hartwachsöl, gute Empfehlung auch für andere Sachen. Gartenmöbel drin, Tische, Esstische, alles was Holz ist. Macht das drauf. Ich werde auf jeden Fall diese Küche zum Winter, zum Einlagern sicherlich auch nochmal mit Öl behandeln, Hartwachsöl, irgendwas derartiges. Also da muss jeder selber für sich entscheiden, was er drauf macht. Ich jedenfalls bin einfach kein Freund von Lacken oder Lasurenöl. Fertig. Total super. Ihr behaltet einfach diesen natürlichen Effekt. Ja. Okay. Nächster Punkt. Oder ist da noch was zu sagen? Also wie gesagt, nimm mal einen Schluck trinken. Zwischen sagen wir mal 900 und 1000 Euro kann man schon von selbst rechnen, was aber immer noch günstiger ist, als sich das fertig zu kaufen. Und man hat es dann natürlich auch so, wie man es auch selber gerne hätte. Genau, eben. 900.000 Euro für so einen Selbstausbau finde ich klasse. Ja, also damit wir das Geld wieder reinbekommen, wichtig, abonniert unseren Kanal. Diese 900.000 oder waren das 900 bis 1000 Euro? Die wollen wir doch wieder rein haben. Nein, auf keinen Fall. Wir bereuen es auf keinen Fall. Das war es definitiv wert im Vergleich, wenn ich sehe, was fertige Küchen kosten oder Auszüge generell. Der zeitliche Aufwand, den muss man sehen. Das schmerzt durchaus und man braucht Ausdauer. Okay, nächster Punkt. Nächster Punkt wäre die Elektrik. Hier summt es hinter mir. Das war hoffentlich nicht die Elektrik, sondern das war, ich glaube, eine Mücke. Genau, Elektrik. Nächster Punkt. Elektrik ist ein schwieriger Punkt. Ne? Don't try this at home. Das ist immer mein Motto gewesen. Macht's bitte nicht zu Hause nach, so wie ich das gemacht habe. Sucht euch einen Fachmann. Ich habe mich absolut nur selber fixiert auf
die Restbestände an Kabeln, die ich hatte. Das heißt, es ist nicht fachlich, was die Farben angeht und auch die Stärken teilweise nicht. Ich weiß, dass es funktioniert, ich habe aber überall auch Sicherungen damit. Deswegen, Elektronik, seid vorsichtig. Bei uns das ganze System basiert auf 12 Volt. Wir haben auch aktuell noch keinen Wechselrichter, wo wir auch momentan der Meinung sind, den nicht zu brauchen. Oder brauchen wir mehr als 12 Volt aktuell? Was wäre noch dein Gerät, Jenny, jetzt, was wir noch brauchen könnten? Also momentan schalten nichts ein. Es reicht für Handys, es reicht für die Kühlbox, es reicht für Licht. Ja, Schlagbohrmaschine ist halt, das wird wahrscheinlich schwierig dann. Aber den Rest gibt es eigentlich alles in 12 Volt. Wir haben keinen Föhn dabei. Als Lodenbobs alle drei. Ja, okay, aber es geht auch ohne Föhn, denke ich. Das ist nicht das Problem. Genau. Also absolut. Wenn ihr Vorschläge habt, warum wir uns einen Wechselrichter einbauen sollten, packt es auch mal mit in die Kommentare unten. Aber ich kann mir absolut gerade nichts weiter vorstellen. Also, wie gesagt, diese Kühlbox läuft darüber. Und zwar auch so, dass ich das Kabel, um nochmal zu, weil wir gerade bei der Elektrik sind, ich habe von der, wie nennt man das am besten, Servicebatterie, Komfortbatterie, also nicht die Fahrzeugbatterie, die das Fahrzeug startet, sondern diese Batterie, die vom Solar geladen wird. Was unsere Batterie ist, diese Mücke, wo wir alles davon speisen, was auf der Ladefläche existiert oder da hinten angesteckt wird, ist komplett getrennt von der Fahrzeugbatterie. Okay, und genau da ist nämlich der Punkt, läuft absolut auch autark die Kühlbox drüber, über dieses System. Die Kühlbox läuft nur über die Batterie, welche nur vom Solar gespeist wird. Was so viel heißt, ich habe ein Kabel in die Fahrerkabine gezogen, auf den Rücksitz und stecke dort die Kühlbox direkt an die Batterie an, welche vom Solarpanel geladen wird. Sprich, diese beiden Systeme, Fahrzeug und diese ganze Heckgeschichte von der Ladefläche, sind alle vollkommen voneinander unabhängig. Ja. Und bis jetzt, das längste, was wir jetzt zwar unterwegs waren, waren 4 Tage, aber innerhalb von einem weniger als einen halben Tag war die Batterie wieder voll. Was meiner Meinung nach ausreichen sollte. Wir werden das jetzt in den Westalpen und Ligurien testen. Ich werde mal schauen, wie weit wir kommen, wenn ich die Batterie nur an der Servicebatterie angesteckt lasse. Sollte es knapp werden, grenzwertig, habe ich immer noch die Option, während der Fahrt die Kühlbox über das Fahrzeug zu laden, quasi über die Lichtmaschine, um dann auch wieder hinten der Servicebatterie eine Chance zu geben, sich wieder etwas zu akklimatisieren, falls es tatsächlich grenzwertig werden sollte, was ich absolut aktuell nicht glaube. Genau. Zum Strom. Genau, Beleuchtung haben wir diese Außenstrahler. Geplant ist nochmal, dass vorn oder hinten noch ein Strahler hinkommt. Eventuell vorn auf jeden Fall nochmal eine Lightbar. Nicht nur alleine für die Beleuchtung, sondern einfach auch, um die Windgeräusche etwas zu minimieren während der Fahrt, die trotzdem noch relativ gering sind, was ich mir schlimmer vorgestellt habe. Aber das ist noch weit weg. Genau, aber was vielleicht noch kommt, was wir uns noch vorstellen könnten, können wir vielleicht zum Schluss noch mal dranhängen. Vielleicht hast du noch ein paar Ideen, was da noch sein könnte. Okay, habe ich noch was zur Elektrik vergessen? Vielleicht erstmal die Kosten. Die Kosten. Was so ein Solarpanel ungefähr kostet in der Größe, wie wir genau es jetzt drauf haben. Solarpanel ist 80 x 70 cm, 100 Watt. Aktuell hatte ich bislang Spitzen von fast 7 Ampere. Gemerkt, nicht die Stunde, sondern Spitzen von 7 Ampere. Das heißt, wenn ich auf den Laderegler geschaut habe, wie die aktuelle Ladung war, war das Panel noch zugeklappt, noch nicht im Winkel aufgestellt, kamen durchaus Spitzen bis 7 Ampere. Reicht vollkommen aus. Wenn man das auf den Tag hochrechnet,
nur alleine mit 4 Ampere haben wir eigentlich mit 4 Ampere die Stunde über 10 Stunden Sonne. Da hat man ordentlich ausgesorgt, denke ich. Mit der Kühlbox so viel verbrauchen wir nicht. Die Pumpe braucht relativ viel, wenn sie dauerläuft. Allerdings 70 Liter an einem Tag durchzulassen, ist sportlich. Kann man machen, sicher. Aber ob das die Batterie dann leer macht, glaube ich bald nicht. Das wird trotzdem die Batterie überleben, diese Mücken. Habt ihr Hausmücken? Schnitt. Habt ihr Hausmittel gegen Mücken? Dann ab in die Kommentare damit. Vielen Dank. Ich danke euch sowas dermaßen voll. Danke. Okay, nächster Punkt. Ja, also nochmal zum Solarpanel zu kommen. In der Größe ungefähr 200 bis 250 Euro. Und der ganze Elektrik. Moment, jetzt hast du aber bist erzählt. Ich muss erzählen. Das Solarpanel alleine nicht 250 Euro. Ja, die Batterie noch mit dazu. Entschuldigung, habe ich vergessen. Also, dieses Setup, Solarpanel, ca. 150 Euro Batterie, 100 Euro plus minus jeweils. Kommen wir bei ca. 250 bis 300 Euro aus. Oder raus. Raus kommen wir da. 300 Euro raus. Genau. Diese Box, wo wir es drauf montiert haben. Warum diese Box? Wir haben zusätzlichen Stauraum. Wir haben sowieso die Höhe durch das Dachzelt. Die Box ist 1 Meter mal 55 breit und tief und hat eine Höhe von ca. 40 cm. Wir bekommen dort rein Grill, die Schneeketten. Fahren wir auch mit uns rum. Braucht man im Sommer sicher immer mal. Spaten, Schaufel, Holz, Grillkohle, der Grill, unser Boot einschließlich der Paddel. Das passt da rein und es ist immer noch Platz. Entweder nehme ich mehr Holz oder mehr Grillkohle mit oder ihr habt Ideen, was ich dort noch reinpacken kann. Kommentare. Genau. Auf diesem, habt ihr gesehen, auf dieser Box ist das Solarpanel montiert. Diese Box hatte einen Kostenpunkt von, steht das mit, da habe ich das mit notiert. Lass mich kurz gucken, nein. Habe ich nicht notiert. Die Box war auf jeden Fall unter 100 Euro. Es gibt diese Alu-Boxen, die sind nicht verkehrt. Ich habe mich für diese Variante entschieden, wie ihr gesehen habt, einfach damit ich ganz gut auch Vorhängeschlösser montieren kann, die ich auch austauschen kann. Einfach aus Witterungsgründen und eben auch mit Zahlenschloss, um nicht dieses Problem zu haben, wo ist der Schlüssel? Genau. Dann haben wir uns einfach für ein Datum entschieden, was wir alle beide kennen. Nein, kein Geburtstag. Genau. Ja. Ja. Also. Genau, 100 Watt Solarpanel, 120 Amperestunden Batterie. Genau, vielleicht noch zur Batterie. Es ist eine Bleisäure-Batterie, keine AGM-Batterie. Ich habe mich dafür entschieden, einfach, da war für mich Preis-Leistung doch ausschlaggebend, um das zu testen. Aktuell funktioniert dieses System ganz gut. Es ist nur die Frage, wie lange. Mag sicherlich Kritiker geben. Ich lasse mich überraschen. Vielleicht wird es doch mal irgendwann doch eine AGM- oder Lithium-Ionen-Batterie. AGM, habe ich verschiedene Meinungen gehört. Okay, ja, Batterie, ja. Es ist wie viele Dinge, man kann über vieles streiten. Genau, was haben wir noch? Ja, also Elektrik 53 bis 400 Euro im Gesamten. Genau, kommt dieses Steuerpanel dazu mit Schaltern. Ich habe noch ein zusätzliches Schalterpanel dazu besorgt. Einfach um noch Erweiterungsoptionen zu haben, weil es ist jetzt ja schon, wäre ein Panel komplett belegt. Also Schnitt. Genau, aktuell wäre ja schon ein Panel komplett belegt. Deshalb lieber zwei nehmen, genauso wie auch USB-Dosen. USB aktuell für uns wichtig, Akkus laden. Die Beleuchtung, die jetzt hier gerade läuft, wenn ihr das seht, wir sind gerade hier sehr gut ausgeleuchtet. Was fällt euch auf dem Video vielleicht nicht so krass auf wie uns,
aber wir sind sehr gut ausgeleuchtet. Und auch da braucht ihr einfach genügend USB-Anschlüsse. Zwei Handys laden hinten und dann vielleicht noch irgendwas anderes, ne, anstecken. Ja, eine Schlagbohrmaschine, ein Presslufthammer, eine Handkreissäge, ne, über USB-Anschluss zum Beispiel. Ja. Okay, so, machen wir weiter. Was haben wir noch? Genau, machen wir weiter mit dem Wasser im Auto. Wir haben Wasser im Auto. Wir haben Wasser im Auto. Wir haben Wasser im Auto. Ich mache jetzt nie auf, da wäre ich nass. Okay, Wasser im Auto. Kagero, 160er Durchmesser. 160er Durchmesser. Das ist immer gut ausgedrückt, ne? 1,60 Meter Durchmesser. Nein. 160 mm, 16 cm Durchmesser. Haben wir insgesamt als U gelegt, hinten auf der Ladefläche. Ihr habt es gesehen, wie ich das montiert habe. Notfalls schaut euch die Videos an. Das ist unser Wassertank. Hat ein Volumen von ca. 65 bis 70 Liter. Ich war erschrocken, als ich gesehen habe, was Wohnmobiltanks, ich gehe hier noch kaputt, was Wohnmobiltanks oder generell von diesen Vans an Volumen brauchen. Ich habe mich davor leider nicht mit dem Volumen beschäftigt und habe gedacht, ja, die Größe passt. 70 Liter, denke ich, ist in Ordnung. So, da sind wir gut dabei im Rennen, denke ich. Oder hat jemand mehr? Dann gerne mal in die Kommentare, wenn es weitaus mehr ist. Ne? Also 100, okay, ist auch noch in Ordnung. Ja? Aber ich habe damit mehr gerechnet gehabt, okay. Aber wir kommen auch verdammt lange hin. Wir sind beim Locke, habe ich 4 Tage damit abgewaschen. Wir haben teilweise geduscht. Reicht vollkommen aus, wenn man immer zwischendurch mal auftanken kann. Da komme ich nochmal zu einem Punkt. Du erinnerst mich dann mal bitte dran. Für die Zukunft, was ich mir noch vorstellen könnte fürs Wassersystem. Aber da können wir dann später nochmal dazu kommen. Genau, was haben wir noch? Genau, also das Wassersystem mit den Rohren, mit der Brause, die als Wasserhahn und Dusche verwendet werden kann, in der Pumpe, damit dort überhaupt noch was rauskommt. Und das Ganze, Pi mal Daumen, 200 Euro kann man so rechnen als Selbstbau. Genau, also wir haben quasi eine Standard-Camping- Wasserpumpe genommen, selbstansaugend. Es ist keine Tauchpumpe. Das war mir einfach wichtig, weil ich wollte die Pumpe nicht ins System hängen. Ich wollte das ansaugend machen, aus verschiedenerlei Gründen einfach auch. Da ich ja dieses geschlossene System an sich eigentlich habe, ist es da einfach für mich einfacher. Mit so einer selbstansaugenden Pumpe, indem ich mir einen Knick geschaffen habe, wo ich eine kleine Senke gemacht habe mit einem, ich weiß gar nicht, was es für ein Winkel ist, 35er oder 45er Winkel, dass ich eine kleine Senke habe, wo das Wasser sich in dieser Senke sammelt und zusammenlaufen kann. Demzufolge seht ihr in dem Video, der vorangegangenen Videos, besser gesagt, seht ihr das, wie ich das System installiert habe, einfach auch vom Gefälle her. Dann sammelt sich das Wasser und da kann ich das schön rauspumpen, ziehen, wie auch immer. Und zum Befüllen habe ich zwei Zugänge. Oder was heißt zwei Zugänge? Ich habe an dem Punkt, wo ich befülle, noch einen Abgang und zwar einen Überlaufschlauch. Ja, dass, wenn das System voll ist, kein extremer Druck entsteht, sondern das Wasser, das überschüssige Wasser, was nicht mehr reinpasst, dort drüber rausläuft, funktioniert. Genau. Ja, was haben wir noch? Genau, somit wäre eigentlich alles zum Wasser gesagt. Oh. Oder habe ich was vergessen? Ja, es ist ein bisschen was ausgelaufen heute. Da ist hier hinter uns ein bisschen eine Pfütze entstanden. Aber das passiert eben mal. Wir hoffen, morgen früh ist es hier ein bisschen abgetrocknet, damit wir noch eine Runde mit dem Fahrrad fahren können. Okay, nächster Punkt. Tja, also nächster Punkt wäre eigentlich dann nur noch der gesamte Fahrzeugausbau im Gesamten, die Kosten. Moment, wir haben was vergessen, und zwar Halterung der Kühlbox. Habt ihr bestimmt auch im Ausbauvideo gesehen. Spanngurt, einfach ein L und dann ein Unterbau auf der Rücksitzbank.
wichtig, dieses ganze komplett Paket, was wir hier zusammengefriemelt und gebaut haben, war mit dem Hintergrund, es relativ einfach und schnell wieder entnehmen und ausbauen zu können. Im Winter, aktuell brauchen wir es noch nicht, mal abwarten. Wenn uns wieder mal so eine Idee quer geht, dann kann es auch sein, wir sind im Winter unterwegs. Aber dann kann man es auch schnell wieder eingebaut. Das ist wichtig, der Punkt. Es soll schnell rein und raus nehmen, zu gehen, rein und raus einzubauen und abzubauen und überzubauen und zu verbauen, zu gehen. Irgendwie, ihr wisst schon, was ich meine. Also rein, raus, fertig. Kurz gesagt. So. Ja. Ameisen gibt es hier auch genug. So, okay. Was hat man jetzt an Gesamtkosten? Da waren wir hängen geblieben. Ja, hast du mich unterbrochen, genau. Ich habe sie unterbrochen. Also gesamt, ich muss immer mal ein bisschen spicken, muss ich ehrlich sagen. Das habe ich ja aufgeschrieben. Genau, also um die 1600 Euro plus minus. Nach gesamt. Oben hin gibt es nie Grenzen. Genau. Ich sage immer nice to have. Mehr geht immer. Ja. Genau. Also wenn ihr jetzt noch ein paar Spenden unten reinpackt irgendwie, oder unseren Kanal abonniert, dass es vielleicht finanziell drauf hinausläuft, dann können wir auch diese ganzen Aluprofile vielleicht mal vergolden lassen. Ja, ne, Spaß beiseite. Aber ich denke, summa summarum, hinten raus, mit allem drum und dran, den ganzen kleinen Teilen, auch wenn sie slappert, sind wir günstig davon gekommen. Also, viel Spaß beim Nachbauen. Aber die Zeit dürft ihr nicht rechnen, das macht ihr für euch. Genau. Und ja, dann wolltest du eigentlich, denke ich mal, noch auflösen, was der ganze Spaß jetzt auf die Waage bringt. Genau. Und zwar habe ich das System befüllt. Das Fahrzeug war fast vollgetankt, kann man sagen. Und zwar haben wir, ich weiß es nicht ins Detail, was jedes einzelne Teil wiegt, aber Gesamtgewicht sind wir bei, jetzt muss ich das hier irgendwie abdecken, dann kann ich das euch mal in der Kamera zeigen. Und zwar halte ich das mal hier zu, haben wir hier, ich hoffe ihr seht das, 2720 Kilogramm. Also sind wir knapp bei vollgetankten Fahrzeug, vollem Wassersystem mit Ausbau. Gut, wir hatten schon Getränke drin. Wir sind natürlich zum Logge gefahren. Da war natürlich Wasser mit dabei, ein 6er-Träger, 1,5 Liter. Muss man natürlich alles rechnen. Es war ein bisschen Bier dabei. Das ist eben alles Gewicht. Aber da waren wir eben bei 2720 Kilogramm. Von einem Leergewicht von knapp 2100 Kilogramm. Allerdings zählt dieses Leergewicht ohne Hardtop, nehme ich stark an, ohne Dachträger, ohne Dachreling, leerer Tank oder Tanks, vielleicht auch die Scheibenwaschanlage, die leer sein muss, der Tank. Genau. Aber alleine schon jeder Keks wiegt, ne? So. Also Vorsicht mit Ausbauten. Wir können hier knapp fast eine Tonne zuladen. Ich glaube 900 Kilo auf jeden Fall mindestens, wenn ich das recht im Hinterkopf behalte. Nur alleine auf der Ladefläche. Von daher haben wir kein Problem. Diese Dachlastgeschichten sind auch immer ein hohes Streitthema. Ja, das Dachzelt wiegt knapp 55, 60 Kilo, ne, in der Dreh. Ja, für die Montage oder die Entnahme vom Dach und das wieder draufsetzen, muss ich mir noch mal Gedanken machen, wie wir das am besten mal ganz einfach runterbekommen, ohne irgendwie Wuchterei, viel Anstrengung oder mit einem Kranbagger oder sonstigen. Wenn ihr da gute Varianten habt, könnt ihr ja mal einen Tipp geben. Ja, für die Zukunft. Da sind wir stehen geblieben. Was kannst du dir noch für die Zukunft vorstellen? Was könnte man hier noch machen, was cool wäre? Dass wir mal keine Grenzen gesetzt. Klar, Grenzen gesetzt.
Also so eine Dachterrasse wird schwierig zum Beispiel. Ja, so ein Screen wäre schon cool, ne? Aber. Und dann? Musst du deine eigenen YouTube-Videos gucken oder was? Nein, das ist Spaß. Frauen. Was ich mir vorstellen könnte auf jeden Fall, wäre eine zweite Pumpe mit einer vorgesetzten Filter. Ich brauche natürlich eine wahnsinnige Power, damit ich mit dem Fahrzeug an eine Art Bachlauf oder irgendwas fahren kann, eine Quelle davon, diese Pumpe da reinhängen, um mein System in der Natur komplett nochmal befüllen zu können, um ein neues Frischwasser zu kommen. Mit Filter, dass man sagen kann, man zieht sich das raus über diese 12 Volt und da ist genau das Problem. Das muss ich noch probieren. Es gibt ja diese Tauchpumpen, wie man sie in die Tanks hängen kann. Dieses System braucht halt wahnsinnig Kraft wahrscheinlich, um es einfach in diesen Tank zu befördern. Aber müsste man mal ausprobieren auf jeden Fall. Okay, gut, was hätten wir noch? Sonst danken wir euch fürs Zugucken. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Jetzt kommen nämlich die Mücken. Bevor wir hier weggefressen wurden, sagen wir euch jetzt noch schnell Tschüss. Und wir sehen uns im nächsten Video. Uns hat es hier am Quitzdorfer See sehr gut gefallen. Und guckt mal in das Video rein vom Quitzdorfer See. Davor haben wir noch eine Runde durch Bad Muskau gemacht und über den Polenmarkt. Nur zu empfehlen. Und jetzt bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.